Erstens die Furcht. Die Furcht ist eine Angst, die auf dem Wissen über die Gewaltigkeit Allahs und seine vollkommene Herrschaft basiert. Und der Beweis für die Furcht sind Allahs Worte: So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Zweitens, die Zuwendung ist das Zurückkehren zu Allah, indem man ihm gehorcht und sich von den Sünden entfernt. So Allahs Worte: Und kehrt euch, also kommt zurück, zu eurem Herrn und ergebt euch ihm. Also überlasse deine Angelegenheiten Allah, denn du bist ein Diener und der Diener ergibt sich seinem Herrn, so wie der Prophet Segen und Frieden auf ihm sagte: Dein Herr ist Allah. Und der Beweis für die Zuwendung sind Allahs Worte: Und kehrt euch zu eurem Herrn und ergebt euch ihm. Drittens, die Zuhilfenahme. Die Zuhilfenahme ist das Bitten um Hilfe. Allah sagt im Koran: Dir alleine dienen wir und dir allein flehen wir um Hilfe. In diesem Vers wird das Dienen vor dem Bitten um Hilfe erwähnt und bevorzugt. Das bedeutet, wir dienen niemandem und bitten niemanden außer dir. Sprich Allah. Und der Beweis für die Zuhilfenahme sind Allahs Worte: Dir allein dienen wir und dir allein flehen wir um Hilfe. Viertens, die Bitte um Zuflucht. Die Bitte um Zuflucht ist Allah darum zu bitten, dass er vor einem Übel beschützt. Und der Beweis für die Bitte der Zuflucht ist: Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs. In einem anderen Vers: Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen. Fünftens, der Hilferuf. Der Hilferuf ist Allah darum zu bitten, aus einer Notlage befreit zu werden. Und der Beweis für den Hilferuf sind Allahs Worte: Gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe anrieft, da erhörte er euch. Die Zuhilfenahme, die wir eben erwähnt haben, ist das Bitten um Zuflucht, der Hilferuf und die Fürsprache unter vier Voraussetzungen auch von kann auch von Menschen verlangt werden. Und zwar, dass derjenige, den man diese Dinge, von dem man diese Dinge verlangt, dass er lebendig ist, dass er anwesend ist, dass er auch in der Lage ist, diese Bitte zu erfüllen und dass man verinnerlicht, dass er nur ein Mittel ist. Genau. Und sechstens die Opferung. Die Opferung ist das Opfern eines bestimmten Tieres, indem man sein Blut auf eine bestimmte Weise vergießt. Der Beweis für die Opferung sind Allah subhanahu wa ta'alas Worte: Sag gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhaber. Und in einer Überlieferung heißt es: Verdammt diejenigen, die für jemand anderen außer Allah opfern.